Zum Thema Integrale beginnen wir auch hier mit einer Einleitungsaufgabe. An einer Küste führt eine geradlinige Straße entlang und auf diesen 20 Dekameter Länge hier soll diese geradlinige Straße ersetzt werden durch eine neue Trasse, die diese Form hat. Wir möchten jetzt versuchen herauszufinden, durch welche Funktion man diese neue Trasse modellieren kann, damit hier in diesem Übergang von neuer Trasse in die alte Straße kein Knick entsteht und da auch nicht. Und hinterher werden wir versuchen, den Inhalt von dieser Fläche hier, die eingegrenzt wird durch die neue Trasse und die alte Straße, zu berechnen. Um das zu machen, wählen wir selbstverständlich ein Bezugssystem. Wir werden dann versuchen, diese Trasse hier durch einen Funktionsgraphen zu modellieren, und zwar so, dass dieser Übergang hier ohne Knick stattfindet und hier ebenfalls. Und dann werden wir anhand dieses Funktionsgraphen den Inhalt von dieser Fläche hier berechnen. Das ist die Fläche, die eingegrenzt wird durch diesen Funktionsgraphen und der X-Achse. Genau das haben wir vor. Wir beginnen das Ganze aber mit einem einfacheren Beispiel und nehmen als Funktion unsere Grundparabel x². Diese Parabel. Wir nehmen uns hier vor, den Inhalt von dieser Fläche hier zu berechnen. Die Fläche wird begrenzt durch die x-Achse und den Funktionsgraphen und das von der Zahl 0 bis zur Zahl 2 hin. Um diesen Flächeninhalt ungefähr zu bestimmen, brauchen wir eine natürliche Zahl. Im Moment ist das 2. Wir werden jetzt dieses Intervall von 0 bis 2 in zwei gleich lange Teilintervalle zerlegen. Das ist hier gemacht. Intervall von 0 bis 1 und Intervall von 1 bis 2. In jedem dieser Teilintervalle werden wir die Mitte bestimmen. Diese Zahl ist ein halbes und diese Mitte da, das ist 3 halbe. Von diesen zwei Mittelzahlen werden wir jetzt das Bild durch die Funktion f berechnen. Ein halbes im Quadrat, das macht ein Viertel und 3 halbe im Quadrat, das macht 9 Viertel. 2,25. Anhand dieser Teilintervalle und anhand dieser Bildstrecken können wir dann diese Rechtecke konstruieren und die Summe der Flächeninhalte von diesen beiden Rechtecken entspricht ungefähr dem Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen. Denn man könnte hier mit der Schere diese kleine Ecke da abschneiden und da hineinlegen. Und man könnte auch diese Ecke hier abschneiden, die passt so ungefähr da hinein. Also ist die Summe der Rechtecksflächeninhalte ungefähr gleich zum gesuchten Flächeninhalt. Dann berechnen wir mal diese Summe der Rechtecksflächeninhalte. Wir rechnen also f von 1 halbes mal 1, steht da, plus f von 3 halbe mal 1, steht da. Wenn wir diese zwei Rechtecksflächeninhalte addieren, finden wir 2,5. Das entspricht aber nur ungefähr dem Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen. Wenn wir jetzt genau dasselbe machen mit drei Teilintervallen, also zerlegen wir am Anfang das Intervall 0, 2 in drei gleich lange Teilintervallen, in jedem Teilintervallchen berechnen wir die Mitte und von jeder Mitte suchen wir das Bild durch die Funktion. So entstehen dann diese drei Rechtecke. Und hier kann man wieder mit der Schere basteln. Wir schneiden diese winzige Ecke da ab und legen die da hinein. Wir schneiden diese Ecke ab und legen sie da hinein. Und dann schneiden wir diese Ecke noch ab und legen sie da hinein. Das ist dann ein bisschen präziser, als würde man die Rechnung nur mit 2 machen, wie eben. Also machen wir sie hier mal mit 3. Das führt dann sofort zu dieser Rechnung. F von 1 Drittel, das ist diese Höhe hier.
mal 2 Drittel, das ist die Länge von dem ersten Teil in der Welschen, plus f von 1, das ist diese Höhe hier, mal 2 Drittel, das ist die Länge vom zweiten Teilintervall, plus f von 5 Drittel, das ist die Zahl 5 Drittel, f von 5 Drittel ist diese Höhe da, von da bis da, mal 2 Drittel mal die Länge von diesem dritten Teilintervallchen. Rechnet man hier die Summe der Rechteckflächeninhalte, so erhält man 2,59259. Wenn man dasselbe mit 4 macht, so, dann ist die Rechnung noch präziser und hier finden wir 2,625. Übrigens, man hätte das Ganze auch mit 1 anfangen können, ein einziges Intervall von 0 bis 2 nehmen, aber dann ist die Rechnung sehr ungenau. Bei 2 ist sie schon genauer, bei 3 noch genauer, bei 4 ist sie noch genauer. Eigentlich, je größer die Zerlegung von 0,2 ist, desto näher liegt die Summe der Flächeninhalte der Rechtecke am gesuchten Flächeninhalt. Mit A1 hätten wir 2 gefunden, bei A2 finden wir 2,5, zerlegen wir in 3, dann finden wir 2,59, für A4 finden wir 2,625, bei 5 finden wir diese Zahl, bei 6 finden wir diese Zahl. Ich mache jetzt hier mal Bildstrecken, Mittelpunkte und Teilintervallchen weg und wir beobachten jetzt, wie sich diese Zeichnung hier verändert, wenn die Anzahl gewählter Teilintervallchen größer wird und wie dann auch diese Zahlenfolge hier zustande kommt. Dazu animieren wir jetzt den Schieberegler. So. Ich habe das hier bei 20 gestoppt, man könnte das noch weiterführen und stellt dann fest, dass diese Zahlenfolge an gegen die Zahl 2,6 Periode strebt, wenn die Zahl n immer größer und immer größer wird. GeoGebra zeigt also, dass der Grenzwert dieser Zahlenfolge an, wenn n gegen plus unendlich strebt, gegen 2,6 Periode strebt, das heißt gegen 8 Drittel. Ich bin hier nicht weiter gegangen als 20, ich habe es mal mit 500 versucht, aber dann stürzt das Programm leider ab, weil diese Rechnungen mitsamt den Zeichnungen doch für GeoGebra sehr anspruchsvoll sind. Behalten wir auch, dass diese Zahlenfolge an nichts anderes darstellt als die Summe der Flächeninhalte dieser n-Rechtecke. Das Ganze werden wir jetzt allgemein definieren. Um diese lange Definition zu erstellen, würde ich sie auf keinen Fall auswendig lernen, sondern in einer Zeichnung überlegen, was wir brauchen und was wir hier definieren möchten. Zuerst einmal brauchen wir eine Funktion f, die stetig ist in einem geschlossenen Intervall AB. Also geben wir die an. Da ist sie. Wir werden jetzt dieses Intervall AB zerlegen in n gleich lange Teilintervallchen. Also brauchen wir eine natürliche Zahl n. Dann geben wir die an. Da ist sie. Jetzt werden wir dieses Intervall AB in n gleich lange Teilintervallchen zerlegen und dieselbe Länge von all diesen Intervallchen nenne ich mal Delta x. Warum? Weil die Länge von solch einem Intervall ist eigentlich die Differenz von zwei x-Werten. Es ist die Zahl von da bis da, erster x-Wert, minus die Zahl von da bis da, zweiter x-Wert. Also wenn wir von diesem x-Wert diesen x-Wert abziehen, dann bleibt die Länge von diesem Intervallchen hier. Und deshalb nenne ich hier diese Länge Delta x, es ist eine Differenz von x-Werten. Und dieses Delta x
ist nichts anderes als die Länge vom Intervall AB, also die Zahl B minus die Zahl A, geteilt durch diese Zahl n. Beschreiben wir das sofort. Delta x ist also die Länge vom gesamten Intervall AB, geteilt durch diese Zahl n. Und jetzt können wir auch die Zerlegung vom Intervall AB in diese n Teilintervallchen beschreiben. Die Zerlegung von AB in n Intervallen mit derselben Länge Delta x. Jetzt wählen wir in jedem dieser Teilintervallchen die Mitte. Diese Mitten habe ich hier bezeichnet mit x1, x2, x3. Warum x? Ja, weil es x-Werte sind, weil sie ja auf der x-Achse liegen. Also x1, das ist die Mitte vom ersten Teilintervall, x2 ist die Mitte vom zweiten Teilintervall, x3 ist die Mitte vom dritten Teilintervall und xn ist die Mitte vom n-ten Teilintervall. Also xk für k von 1 bis n beschreibt die jeweiligen Mitten der n-Teilintervalle vom Anfangsintervall AB. Jetzt legen wir los und möchten genau den Inhalt von dieser Fläche da, eingegrenzt durch x-Achse und Funktionsgraphen und das von der Zahl a bis zur Zahl b, so, wir möchten diesen Flächeninhalt jetzt bestimmen. So wie eben im Beispiel mit den Rechtecken. Dieser Flächeninhalt a, das ist der Grenzwert, wenn n gegen plus unendlich strebt, von dieser Zahlenfolge an. Und an beschreibt hier die Summe der Flächeninhalte von diesen n Rechtecken. Und von dieser Zahlenfolge an berechnen wir dann den Grenzwert, wenn n gegen plus unendlich strebt. Zeigen wir zuerst, was das ist, dieses an. Das an ist die Summe der Flächeninhalte von all diesen n Rechtecken. So, es ist die Summe von den Flächeninhalten von all diesen Rechtecken. Nehmen wir einmal an, das hier sei das Rechteck mit der Nummer k. Der Flächeninhalt von diesem Rechteck ist dann das Bild von dieser Mitte xk, also f von xk, mal dieses Delta x. Diese Mitte hier ist xk, das Bild davon ist f von xk, das ist also hier die Höhe von dem Rechteck, mal Delta x, das ist die Basis hier von dem Rechteck, also f von xk mal Delta x, das ist der Flächeninhalt von dem Rechteck mit Nummer k. Wir summieren jetzt diese Flächeninhalte, wo k von 1 bis n geht. Das heißt, wenn k 1 ist, dann steht hier f von x1 mal Delta x. Das ist der Flächeninhalt von dem ersten Rechteck. Wir summieren, also plus. Jetzt wird k 2. Dann steht da f von x2 mal Delta x. Das ist dann der Flächeninhalt von dem zweiten Rechteck. Und so weiter bis zum n-ten Rechteck f von xn mal Delta x. Und von dieser Summe rechnen wir dann den Grenzwert, wenn die Anzahl Rechtecke gegen plus unendlich strebt. Diesen Grenzwert von solch einer Summe schreiben die Mathematiker etwas kürzer. Sie schreiben, es ist die Summe für k von 1 bis plus unendlich. Wenn also das Summenindex k von 1 bis plus unendlich geht, dann ist darunter zu verstehen, dass das Summenindex k von 1 bis zu einer natürlichen Zahl n geht, die aber gegen plus unendlich strebt. Das heißt, in diesem Summenzeichen ist der Grenzwert automatisch enthalten. Und diese Summe schreibt man noch anders in der Mathematik. Man schreibt, es ist die Summe, deshalb dieses längliche S, es ist die Summe von solchen Rechtecksflächeninhalten. So ein Rechteck ist hier dargestellt. Hier haben wir ein klein dx, dieses Mal klein d und nicht mehr groß Delta, weil dieses klein d
eine winzige Differenz von x-Werten darstellt. In diesem winzigen Intervallchen nehmen wir die Mitte, nennen sie x. Von dieser Mitte suchen wir dann das Bild, das ist f von x. Und somit ist f von x mal dieses dx der Flächeninhalt von solch einem Rechteck. Und solche Rechtecksflächeninhalte werden summiert von a bis b, deshalb a und b. Und in dieser Schreibweise der Summe solcher Rechtecksflächeninhalte von a bis b ist automatisch auch der Grenzwert versteckt. Die Zahl, die so zustande kommt, nennt man das Integral von der Funktion f im Intervall ab. Und dieses Integral drückt den Flächeninhalt der Fläche zwischen der x-Achse und dem Funktionsgraphen und das von a bis b aus. Dieses Integral hier drückt also den Flächeninhalt von dieser Fläche hier aus. Dieses Verfahren mit dem Grenzwert der Summe der Rechtecksflächeninhalte, wenn ihre Anzahl gegen plus unendlich strebt, um solch einen Flächeninhalt hier zu finden, nennt man zu Ehren des deutschen Mathematikers Bernhard Riemann das Riemannsche Verfahren. Jetzt einige Bemerkungen zu solch einem Integral. Zuerst einmal, das Integral von a bis b einer Funktion f von x dx plus das Integral von dieser selben Zahl b bis c dieser selben Funktion f von x dx kann abgekürzt werden in Integral von a, diese Zahl, bis c, diese Zahl, von derselben Funktion f von x dx. Eine Zeichnung hilft, um diese Formel zu verstehen und sogar um sie zu beweisen. Dieses Integral bezeichnet den Inhalt dieser blau schraffierten Fläche. Und dieses Integral bezeichnet den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche. Selbstverständlich ist die Summe dieser zwei Flächeninhalte gleich zum Inhalt der gesamten schraffierten Fläche hier. Selbstverständlich. Behalten wir also, hier haben wir das Integral von a bis b von dieser Funktion f plus das Integral von dieser selben Zahl b bis c von derselben Funktion f. Die Summe von diesen zwei Integralen kann kürzer geschrieben werden als Integral von a bis c. Wir werden diese Eigenschaft einsetzen, um zu beweisen, dass, wenn man diese zwei Integrationsgrenzen hier vertauscht, dann bedeutet das, dass das Integral entgegengesetzt genommen werden muss. Wieso? Schauen wir in dieser Rechtfertigung. Das Integral von a bis b von f von x dx plus das Integral von b bis a von f von x dx, die Summe dieser zwei Integrale hier kann durch die erste Eigenschaft kürzer geschrieben werden, denn diese Zahl b entspricht dieser Zahl b da unten. Also das Integral von a bis b von f von x dx plus das Integral von dieser selben Zahl b bis a von derselben Funktion f von x dx kann kürzer geschrieben werden als Integral von a bis a von f von x dx. Aber das Integral von a bis a, das ist der Flächeninhalt von diesem Strich. Ein Strich hat gar keinen Flächeninhalt, beziehungsweise sein Flächeninhalt ist gleich 0. Also ist die Summe dieser zwei Integrale gleich 0. Und wenn wir dann dieses Integral noch rechts rüber setzen, dann finden wir sofort die angegebene Eigenschaft. Nochmal, vertauscht man diese zwei Zahlen, so ist das Integral entgegengesetzt zu nehmen. Eigenschaft 3. Wenn der Funktionsgraph sich vollständig unterhalb der x-Achse befindet und wir nehmen dann solch ein f von x, dann kann solch ein f von x nicht als Höhe von einem Rechteck benutzt werden, weil das ja negativ ist.
Also um die Höhe von solch einem Rechteck zu beschreiben, müssten wir minus f von x nehmen. Die Höhen hier wären also alle minus f von x und die Basen dx. Aus dieser Summe kann man dann das Minus ausklammern und dieses Minus kann dann auch noch aus dem Grenzwert heraus als multiplikative Konstante minus 1. Also, wenn der Funktionsgraph sich vollständig unterhalb der x-Achse befindet, dann ist der gesuchte, hier rot schraffierte Flächeninhalt gleich zu minus diesem Integral. Und wie ist es, wenn es gemischt ist, wie zum Beispiel hier? Von a bis b ist die Funktion oberhalb der x-Achse, von b bis c ist sie unterhalb und von c bis d ist sie wieder oberhalb. Dann rechnet man eben als gesamt schraffierten Flächeninhalt das Integral von a bis b mit plus versehen, dann minus das Integral von b bis c, weil ja die Funktion in diesem Intervall bc vollständig unterhalb der x-Achse liegt und dann noch plus das Integral von c bis d, von f von x dx, hier mit plus versehen, weil im Intervall cd die Funktion sich vollständig oberhalb der x-Achse befindet. Eine fünfte sehr wichtige Eigenschaft: ein Integral ist ja eine Zahl, die nicht von der Variablen x hier abhängt. Nehmen wir zum Beispiel dieses Integral von a bis b von dieser Funktion f von x dx. Dieses Integral ergibt die Zahl Flächeninhalt von dieser violett schraffierten Fläche hier. Dieser Flächeninhalt hängt selbstverständlich nicht von der Variablen x ab. Also dürfen wir diese Variable nennen, wie wir wollen. Wir können sie x nennen, so machen wir das auch gewöhnlich. Wir dürfen sie auch t nennen oder auch u, aber nicht a und auch nicht b, weil diese zwei Buchstaben hier schon reserviert sind.